Ja, hallo meine Lieben, heute begrüße ich euch zu einem Reading zum kommenden Neumond, der am kommenden Mittwoch im Zeichen des Skorpions stattfinden wird. Ja, meine Lieben, ich lasse mir immer mal wieder was Neues einfallen und heute habe ich was ganz Besonderes gemacht. Ich sage euch gleich vorneweg, dieses Reading ist sehr, sehr spirituell. Ja, deswegen hatte ich heute irgendwie das Gefühl, ich möchte mal eine Kerze mit anzünden. Außerdem ist es jetzt ja so, dass die Tage allmählich wieder kürzer werden. Man kommt jetzt so ein bisschen in diese, wir in Bayern sagen, Startezeit. Ja. Und ich finde, das Licht passt heute gut, vor allem neben dem Tod. Ich möchte ganz kurz auf diese Energie des Neumondes eingehen. Das Zeichen des Skorpions, ja, wird im Tarot von der Karte Tod repräsentiert. Und deshalb habe ich diese Karte auch vorher aus dem Deck herausgelegt. Der Tod bedeutet in diesem Kontext, vor allem jetzt auch mit dieser Energie des Neumondes, dass wirklich derzeit heftigste Loslassenergien am Wirken sind. Und es könnte natürlich sein, dass jetzt der ein oder andere von euch sagt, oh nein, nicht schon wieder, Thema Loslassen, Altes zum Abschluss bringen. Also sozusagen, wenn du es nicht mehr hören kannst, dann wird dieses Video wahrscheinlich nichts für dich sein, denn genau darum geht es wieder, ja. Und ich habe die Karten nicht rausgesucht, die sind gesprungen. Wer meine Legungen jetzt noch nicht kennt oder meinen Kanal, wer heute zum ersten Mal zuschaut, ganz kurz. Also ich mische das gesamte Deck, ja, das Tarot hat 78 Karten, ich mische dieses Deck. Und meine Frage jetzt für dieses Reading war explizit, welche Aufgabe, ja, bringt uns dieser Neumond jetzt noch mit? Also für alle Menschen, die mit mir, meiner Arbeit, meinem Kanal, meiner Arbeit auf Facebook in Resonanz gehen, ja, welche Aufgabe wird uns gestellt und auch wobei unterstützt uns diese Neumondenergie? Und ich wollte eine Neunerlegung machen, das heißt, ich habe um 9 Karten gebeten. Den Tod, wie gesagt, hatte ich vorher herausgelegt. Und was ich zu diesem Tod und zu diesem Zeichen des Skorpions einfach noch sagen möchte, das ist eine sehr mystische Energie, die uns jetzt hier zur Verfügung steht. Ich möchte es mal so ausdrücken, es wird in dieser Woche nochmal wirklich darum gehen, blinde Flecken in dir zu entdecken, die du vielleicht seit Jahren, bei manchen seit Jahrzehnten nicht anschauen möchtest oder wolltest. Ich möchte euch damit keine Angst machen, ja, bloß ich möchte euch vorbereiten, dieses Reading wird dir helfen, durch diese Zeit zu kommen, dass du dir eventuell jetzt im Zeichen dieses Neumondes nochmal Dinge anschauen darfst, ja, vorwiegend natürlich alte Glaubenssätze, ja, alte Verhaltensmuster, die du lange Zeit vielleicht so ein bisschen in eine hintere Schublade gedrängt hast und wolltest sie nicht anschauen. Aber diese Skorpionenergie, ja, die bringt es nochmal hoch. Und der Skorpion hat ja einen Stachel, der auch tatsächlich sehr verletzen kann. Und das heißt, dass vor allem schmerzliche Dinge, die wir vielleicht lange Zeit unterdrückt haben, ja, jetzt quasi an die Oberfläche drängen, aber nur aus dem Grund, um dann wirklich geheilt zu werden. Und wie gesagt, da geht es bei manchen tatsächlich um Sachen, die jahrzehntelang jetzt eine Rolle in deinem Leben gespielt haben, ja, und du hast dich noch nicht wirklich bis auf den Urgrund dieses Verhaltens oder dieses Glaubenssatzes begeben, um ihn zur Heilung zu bringen. Und da gibt es jetzt wirklich eine große Chance in dieser kommenden Woche. Es wird jetzt hier in diesem Reading, wie ihr gleich sehen werdet, tatsächlich auch wieder sehr, sehr stark um das Thema Selbstliebe gehen. Aber das ist eben ein Thema, was in diesem Jahr 2018 wirklich groß geschrieben wird. Und nur aufgrund dessen, dass viele Menschen immer mehr in ihre Selbstliebe und in ihre Selbstwertschätzung finden, gelingt es ja besser, sich aus Situationen zu befreien, die der eigenen Seele nicht gut tun. Also das hängt ja zusammen. So, und jetzt möchte ich euch kurz erklären, was das Besondere an diesem Reading ist. Denn Neunerlegungen habe ich ja immer schon mal gemacht, ja.
Das Besondere ist folgendes. Also hier seht ihr ja die Karten aus dem Rider-Waite-Tarot, das ich ja immer benutze. Und ich habe diesmal ein Klärungstarot benutzt. Und zwar ist das ein anderes Deck. Ja? Das ist ein Deck, das heißt Crystal Visions Tarot von der Jennifer Galasso. Und das habe ich als Geschenk von einer sehr lieben Followerin meiner Seite und meines Kanals erhalten. An der Stelle nochmal herzlichen Dank für das schöne Geschenk. Und ich habe Folgendes gemacht. Im Englischen gibt es diesen Begriff After Tarot. Ja? Das heißt, man macht eine Legung aus dem Tarot und benutzt dann ein komplett anderes Deck. Das kann jetzt das gleiche sein oder eben ein anderes Tarot-Deck, aber eben mit der gleichen Bedeutung. Und bittet dann aus diesem Deck wieder während des Missions zu jeder einzelnen Karte um eine zusätzliche Klärungskarte. Und das habe ich gemacht. Ja, also für den Tod nicht, weil das war ja Thema der Legung. Das heißt, ich habe also dieses hier Crystal Vision Deck gemischt und habe zuerst um eine Klärungskarte für die erste Karte gebeten, dann für die zweite und so weiter, bis ich letztendlich 9 Klärungskarten hatte. Und wir haben natürlich auch hier eine Karte an der Unterseite des Decks als Gesamtenergie. Und was ich nun machen möchte, ich habe mich natürlich heute sogar sehr, sehr lange in diese Karten vertieft und noch nach zusätzlichen Impulsen gefragt. Und ich möchte euch jetzt gerne sozusagen gleich jeweils die gefallene Tarotkarte aus dem Deck, das ihr kennt, in Verbindung mit der Tarotkarte, die zur Klärung aus dem anderen Deck gefallen ist, erläutern und euch dann die Legung in einen Gesamtzusammenhang bringen. Und es ist wirklich spannend, was da gefallen ist. Gut, dann möchte ich loslegen. Wie immer bei den allgemeinen Readings, meine Lieben, ja, wichtig ist, was du spürst, wenn du dieses Video anschaust, ja? Also das heißt, das, was bei dir, mit dir in Resonanz geht, das ist die Botschaft, die zu dir kommen möchte. Ja, dir kommen während des Videos bestimmte Gedanken in den Sinn oder du hast bestimmte Momente, wo du wirklich Gänsehaut bekommst, ja, dann achte auf diese Intuition, denn das ist die Botschaft, die dich heute wirklich erreichen möchte. So, genug erklärt, jetzt fange ich mal an. Ihr seht hier oben als allererste Karte an oberster Position die 5 Schwerter. Und ich zeige euch jetzt auch gleich die Karte aus dem anderen Deck, die dazu gefallen ist. Das Deck hat englische Bezeichnungen, 5 of Swords, also ebenfalls die 5 Schwerter. Da muss ich sagen, habe ich schon mal erstmal etwas dumm geguckt, weil ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich eine Klärung. Jetzt fällt aus diesen 78 Karten als erste Karte, als erste, ja, genau die gleiche. Mit dieser Bestätigung war ich mir dann aber auch zu 100% sicher, dass es noch um einen Kampf in dir geht, ja, den du vielleicht seit sehr, sehr langer Zeit führst und der nun ein Ende finden möchte. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben als Überschrift für diese Neumondenergie immer den Tod. Da geht es um Transformation und darum, Altes hinter sich zu lassen, damit Neues geboren werden kann. Ja, und nachdem jetzt zweimal hier die 5 Schwerter gefallen sind, ist es eigentlich eine Betonung der geistigen Welt, dass es in dir vielleicht noch einen Kampf gibt, der muss dir nicht mal so bewusst sein. Ja, es kann jetzt Widerstand gleich aufkommen. Du könntest jetzt denken, nee, ich habe alles bereinigt, in mir kämpft nichts mehr. Dann nimm das an, diesen Widerstand, aber warte mal ab, wie sich die Legung entfaltet. Ja, also deutlicher geht es nicht. Wenn hier zweimal die gleiche Karte fällt, ja, dann zeigt es mir doch deutlich, dass es hier scheinbar etwas noch in dir, in deinem Leben, deinem Unterbewusstsein, in deinen Verbindungen zu anderen Menschen, in deinem Glaubenssystem, ganz egal wo, gibt, ja, gegen das du schon lange ankämpfst oder in der Sache führst du einen Kampf mit dir selbst. Aber die 5 Schwerter implizieren ja im Tarot auch, dass es letztendlich ein aussichtsloser Kampf ist. Und dann komme ich auch gleich hier zu der nächsten Karte. Ich lasse jetzt diese beiden Karten mal so immer zusammenliegen. Ja?
komme ich zur nächsten Karte, nämlich zu den vier Stäben. Und ich zeige euch auch gleich die Klärungskarte zu den vier Stäben, wollte aus dem anderen Deck das Rad des Schicksals fallen. Ja, Wheel of Fortune, Rad des Schicksals. Mit diesen beiden Karten habe ich sofort wahrgenommen, dass es in dir vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, bei manchen sogar Jahren, darum ging, für dein Glück zu kämpfen. Die vier Stäbe, ja, die zeigen eine Situation, da ist man wirklich glücklich. Die zeigen diese Hochzeitsszene. Ja, ich sage ja gerne, es ist eine Hochzeit im Leben. Es ist nicht eine reine Hochzeitskarte. Aber ich nehme schon wahr in Verbindung hier, dass es bei vielen von euch vielleicht in der letzten Zeit darum gegangen ist, zu spüren, Mensch, ich streng mich an, ich bemühe mich, ich kämpfe für mein Glück. Und trotzdem will es nicht in der Art und Weise zu mir kommen, wie ich es mir wünschen würde. So nach dem Motto, ich mache doch alles, ich kämpfe, ich arbeite an mir selber, ja, ich stelle mich meinen dunklen Flecken, ja. Und trotzdem bleibt das Glück noch aus. Und was ich zusammen mit dem Rad des Schicksals hier wahrnehmen kann, ist, wenn du kämpfst und kämpfst für dein Glück und es kommen aber nicht die erhofften Entwicklungen, dann passiert Folgendes, du gehst in den Widerstand, ja, und das kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr euch was sehnlichst wünscht und habt das Gefühl, ich tue doch schon so viel dafür und dann erlebst du einen Rückschritt, ja, dann gehst du in den Widerstand. Dann bleibst du nicht mehr im Vertrauen, sondern du fällst raus aus dem Vertrauen und kommst in diese Energie des Mangels. Nämlich, dass du dir immer wieder sagst, jetzt habe ich so viel gemacht und trotzdem ist mein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Trotzdem ist nicht das passiert, was ich mir so sehr ersehnt habe. Und dieser Widerstand, der dann gleichzeitig diese Energie des Mangels produziert, ja, hindert das Rad des Schicksals daran, dass es sich drehen kann. Das Rad des Schicksals ist ja eine große Arcana-Karte, eine gewaltige Karte, die dafür steht, dass schicksalhaft genau das in dein Leben findet, ja, was für dich vorgesehen ist. Wenn du dich aber in diesen Kampf begibst für dein Glück, ja, dich anstrengst und das Gefühl hast, du musst im Außen tun und tun und tun, damit das Glück zu dir findet, letztendlich natürlich auch dann dir das Glück von außen erhoffst. Ja, wir brauchen bloß in das Thema Beziehungen schauen. Ja, wie sehr strengen sich viele Menschen an, um so zu sein, wie der andere uns gerne möchte, damit wir dann mit ihm oder ihr glücklich sein können. Aber genau das, ja, also dieses Hoffen, dass praktisch das Glück sich im Außen erfüllt und ich dadurch im Inneren glücklich werde, verhindert das Drehen des Rades des Schicksals in die positive Richtung oder es fördert sogar das, dass sich das Rad erstmal in die andere Richtung dreht. Denn genau das ist ja bei vielen Menschen auch in diesem Jahr passiert. Wir kommen da gleich noch mit den anderen Karten dazu, dass ihr Zurückweisung und Ablehnung erfahren habt. Ja? Und da sagt jetzt die Legung ganz klar, dass dieser Mond dir nochmal helfen will, das zu erkennen, ja, dass du also im Prinzip, je mehr du kämpfst, je mehr du machst und dadurch auch in Widerstand gehst, wenn alles nicht so läuft, wie du möchtest, dass du da eigentlich gegen deine eigene seelische Entwicklung arbeitest und sich dann die Dinge vielleicht sogar in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Und da sagt das Tarot ganz klar, diese Erkenntnisse dürfen jetzt gewonnen werden und in die Heilung gebracht. Und aus dem anderen Deck fällt eine ganz tolle Klärungskarte dazu, ja, und zwar die 6 Münzen. Die 6 Münzen im Tarot stehen für innere Ausgeglichenheit und für Balance. Und der Mond möchte dir nochmal helfen, dir den Kampf deutlich zu machen, dir aber auch wirklich nochmal ganz klar werden zu lassen, kämpfen für Glück wird nichts. Weil sobald ich merke, es erfüllt sich nicht, komme ich in den Mangel. Und damit kreiere ich eventuell Szenen, die ich gar nicht kreieren möchte. Und das darfst du dir bewusst machen.
Geh in den Rückzug, nimm dir Zeit in dieser Woche für dich und schaffe ein inneres Gleichgewicht in dir selbst. Denn nur dann, wenn du verinnerlichst, ja, dass dieses Glück, nach dem du dich sehnst, ja, wofür du vielleicht gekämpft hast, nicht im Außen zu finden ist, weder in deinen Besitztümern, weder in einem erfüllten Job, in einer Gehaltserhöhung, auch nicht in der Zuneigung eines Gegenübers, ja, in der Wertschätzung deiner Kinder oder deiner Eltern, nein. Diese Zufriedenheit, welche die Karte ja ganz toll zum Ausdruck bringt, ja, diese vier Schwerter, das ist ja also eine meiner Lieblingskarten des Tarots, ja, weil dieser Mann, der ruht in sich, der geht nach innen, der schaut mal, was ist denn eigentlich in mir, was mich erfüllen kann. Der hört auf, nach außen zu gucken, ja, der hat seine Gedanken, die Schwerter repräsentieren ja im Tarot immer die Gedanken, hat dir zur Ruhe gelegt. Der ist ganz auf sich fixiert, der hört in sich hinein und schaut wirklich mal nach, was ist in mir an Reichtum, womit kann ich mich denn im Inneren nähren, anstatt darauf zu achten, im Außen genährt zu werden oder sogar dafür zu kämpfen. Und auch dieses Deck zeigt sehr schön diese Frau, ja, die hier vollkommen mit sich selbst in Ruhe und Balance im Wald ist. Sie hat in ihrem Korb hier Früchte gesammelt oder Pilze, ja, das ist ebenfalls eine Karte, die für Frieden steht. Hier sehen wir auch die Friedenstaube noch, ja. Das ist eine Ruhe, die hier ausgestrahlt wird. Und dieser Mond möchte dich wirklich jetzt allein mit dieser oberen Reihe darauf hinweisen, Kämpfe aufzugeben. Das, wofür du im Außen kämpfst, findest du nur in deinem Inneren. Und deswegen finde ich wundervoll, dass in diese Legung die Hohepriesterin gefallen ist, ja. Du siehst sie hier und die Hohepriesterin, ja, die sagt dir im Grunde ja schon, dass du intuitiv vollkommen darüber Bescheid weißt. Deine Seele weiß das alles schon. Und aus dem anderen Deck fallen dazu die vier Münzen. Das ist diese Karte, du siehst auch hier die Frau, die ihre Münzen umklammert, krampfhaft festhält, ja, und mit diesen beiden Karten in Verbindung habe ich sofort wahrgenommen, dass deine Intuition dir in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, bei manchen Jahren bereits oft schon mal gesagt hat, diesen Kampf aufzugeben. Nicht umsonst liegt die Hohepriesterin hier neben dem Tod in der Legung und unter den fünf Schwertern. Aber scheinbar gab es oder gibt es noch etwas in deinem Leben, das du versuchst festzuhalten, von dem du dich noch nicht lösen kannst, weil du dir erhoffst, dass es dich glücklich macht oder befriedigt oder dich auch in naher Zukunft glücklich macht, wenn du es sozusagen endlich für dich gewinnen kannst. Ja? Und die Hohepriesterin, die großen Arkana-Karten sind ja immer über den kleinen Arkana-Karten. Das heißt, die Hohepriesterin sagt dir hier ganz klar, das ist nicht der richtige Weg. Ja? Denn das, was wir krampfhaft festhalten, was wir nicht loslassen wollen, das wird uns oft schicksalhaft genommen. Denn wenn man versucht, wirklich Kontrolle auszuüben, wirklich Dinge erzwingen zu wollen, ja, dann wird der gesamte Fluss dieser Situation, also quasi der Energiefluss in der Situation, blockiert. Du hast vielleicht schon mal den Begriff gehört, dein Leben sollte im Flow sein, ja, oder wenn jemand sagt, mir geht's gut, ich bin im Flow. Im Flow bedeutet, im Fließen zu sein, das Leben fließen zu lassen, anzunehmen, ja, was kommt, nicht zu hadern, sondern alles das, was da sein möchte, auch da sein zu lassen. Da geht's vor allem auch um Gefühle. Viele Menschen kämpfen gegen Ängste an, ja, versuchen die wegzumachen. Bei den vier Münzen kam mir das so in den Sinn, dass es bei vielen auch um Verlustangst geht. Gerade wenn es darum geht, einen Menschen loszulassen, ja, wo du eigentlich schon lange spürst, die Verbindung tut dir nicht gut, ja, du hältst aber immer noch fest, dann ist es ja oft diese Verlustangst, die dich davon abhält, wirklich zu sagen, jetzt habe ich die Stärke, ich drehe mich erhobenen Hauptes um und gehe.
Und diese Ängste wollen angeschaut werden. Und du hast hier auch eigentlich den göttlichen Schutz, ja, mit der Hohepriesterin. Die möchte dich ermutigen, möchte sagen, lass diese Gefühle einmal in dir aufsteigen. Es ist nicht so, dass ein Gefühl, das wir aufsteigen lassen, uns dann umbringt oder uns in eine Flut oder ein Meer von Traurigkeit stürzt und wir überhaupt nicht mehr aufhören können zu trauern. Das ist es nicht. Eher im Gegenteil, wenn das Gefühl da sein darf, wird gefühlt, dann kann es dein Energiefeld verlassen. Wenn du es aber immer wieder unterdrückst und verdrängst, dann wirkt es in deinem Unterbewusstsein und genau das bereitet dann diesen Kampf. Ja? Also sehr, sehr stimmig hier. Dann, diese beiden Karten finde ich wundervoll. Du siehst hier die sieben Münzen und das Ass der Kelche. Und ich sage euch kurz was zur Verbindung der beiden Karten. Ich habe sofort wahrgenommen, dass es darum geht, im krassen Gegensatz zur oberen Reihe, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass viele immer kämpfen, um dieses Glück im Außen zu erfahren. Ja, man erhofft sich oft, wenn ich erst den anderen Job habe, wenn ich erst mit dem Partner zusammen bin, wenn ich erst 10 Kilo abgenommen habe, ja, oder 5 Kilo zugenommen habe, wenn ich erst, was weiß ich, eine neue Wohnung gefunden habe, dann wird alles besser. Und diese beiden Karten sagen genau das Gegenteil. Die sagen, du allein hast die Möglichkeit, deine eigenen Samen zu setzen, und zwar in dir. Und welche Karte könnte da passender dazu fallen als die Herrscherin, the Empress? Und es ist eine wunderschöne Karte, finde ich, hier in diesem Deck für die Empress. Ja, eine wunderschöne Frau, die wirklich hier in ihrem roten, langen Ballkleid steht, mit Zepter in der Hand. Die ist die Herrscherin in ihrem Reich. Und ich finde das so toll, dass genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe, hier auf zentraler Mittelposition der Legung ja zu finden ist. Das heißt, wenn du dir klar darüber wirst, dass all die Kämpfe um Glück, um Erfüllung, um Liebe losgelassen werden können, weil einzig und allein du, nämlich die Herrscherin in deinem Reich bist, verändert sich dein gesamtes Energiefeld. Denn dann darfst du dir aussuchen, welche Samen möchte ich denn setzen, ja? Der eine möchte, was weiß ich, Schnittlauch anbauen in seinem Garten, der andere züchtet kleine Tomaten, der dritte möchte lieber Erdbeeren ernten, ja. Aber du als Empress hast die Möglichkeit, deinen eigenen Garten zu bewirtschaften. Und genau das ist nötig, ja, um dich überhaupt offen zu machen für die Liebe. Und da kommt gleich das Ass der Kelche ins Spiel. Denn wie ich schon in so vielen meiner Videos immer wieder sage, solange du nicht in dir ein erfülltes und friedvolles Gefühl erzeugen kannst, solange du nicht mit dir, auch wenn du Single bist, ein glückliches Leben führst. Und damit meine ich nicht, dass du für immer alleine bleiben musst, ja, wie mir es manchmal unterstellt wird, dass ich der Verfechter der Singles bin, ja, das meine ich ja nicht, sondern ich möchte nur immer wieder betonen, dass du keine erfüllte Liebesbeziehung zu einem anderen Menschen leben können wirst, wenn du dieses Reich nicht in dir selber gefunden hast, ja. Diese beiden Karten zeigen dir, dass dich dieser Neumond dabei unterstützen möchte, diesen alten Gedanken, dass du im Außen etwas erreichen musst, für etwas kämpfen musst, um dann erfüllt zu werden, wirklich begraben zu können, sondern zu erkennen, dass du die Macht hast, über dein Leben zu bestimmen und vor allem über deinen Gefühlszustand. Ja, und ich lasse hier fast mal die Empress oben drauf, weil sie mir so gut gefällt. Zu dem Ass der Kelche fällt die Kraft, ja. Und auch auf dieser Karte, in diesem Deck, siehst du die Frau, die diesen Löwen gezähmt hat, ja, wie im Rider-Waite-Tarot auch. Und mit diesen beiden Karten in Verbindung sagt mir die geistige Welt ganz klar, dass du die Möglichkeit hast, zu erkennen jetzt auch mit dieser tollen Neumond-Energie, dass du erst dann bereit bist, einen vollen Kelch zu reichen, und jetzt kommt das Wichtige,
und einen vollen Kelch anzunehmen, wenn du ganz in deine Kraft gefunden hast und alle Ängste gezähmt hast, ja, die mit der Liebe in Zusammenhang stehen. Denn wir haben gerade in diesem Jahr 2018 oftmals die Situation erlebt, dass man in der Liebe sehr enttäuscht wurde. Wir kommen da gleich noch zu, die vier Kelche liegen hier ja explizit, dass du zurückgewiesen wurdest, abgewiesen wurdest. Und dann passiert oftmals das, dass man sein Herz verschließt, weil man vielleicht auch belogen oder betrogen wurde. Und dann ist es auch sehr schwierig, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, vorbehaltlos und voller Vertrauen wieder auf jemanden zuzugehen. Und diese vier Karten hier, das sind eigentlich fast die wichtigsten in der Legung, ja, möchten dir zeigen, wenn du dich jetzt daran machst, ja, deinen eigenen Garten zu bewirtschaften, sozusagen in der Liebe autark zu sein, erst dann kannst du diese Ängste vor erneutem vielleicht Betrug oder Verlust oder was immer auch, kannst du diese Ängste besiegen, weil du ganz genau weißt, du ruhst ja in dir selbst. Ein anderer Mensch kann dann erst willkommen sein in deinem Leben, wenn du weißt, ich kann mich auch einlassen mit offenem Herzen, weil er kann mir meine Liebe zu mir selbst, meine Würde und meine Integrität nicht rauben. Ganz gleich, was er tut, ja? Denn es war ja jetzt immer der Fall oder ziemlich oft der Fall, dass du diese Zurückweisung, die hier ja explizit in die Legung gefallen ist, ja, auf dich selbst bezogen hast, ja. Viele von euch waren in dem Glauben, ich bin nicht gut genug, dass sich jemand anderes für mich entscheidet. Ich bin vielleicht nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht erfolgreich genug, um einen tollen Partner anzuziehen. Und diese Energie der bislang gefallenen Karten sagt ja, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja, das ist nicht wahr. Wenn sich jemand anderes nicht für dich entscheidet, hat es nichts mit deinem Wert zu tun, sondern einfach mit ihm oder ihr. Dass er oder sie nicht so weit ist, ja, oder dass ihr vielleicht nicht zusammenpasst oder dass die Lebenswege nicht geplant sind, sich zu kreuzen und längere Zeit parallel zueinander zu verlaufen. Aber wenn du dich in diese Energie der Empress hier, ja, der Herrscherin hinein entwickelst, wirklich zu sagen, ich habe mein Reich in mir, jemand anderes ist willkommen, aber wenn er sich wieder aus meinem Leben verabschiedet, nimmt er nichts von mir mit. Ich habe immer noch mein Reich in mir. Dann hast du diese beiden Karten hier erfüllt, ja, dann bist du in dieser Energie und bereit für das Ass der Kelche, bereit für die Liebe, denn das Ass der Kelche ist eine Chance auf eine erfüllte Beziehung, auch eine der Seelenpartnerkarten des Decks, ja. Ja, und hier unten liegt ja eine gute alte Freundin von uns, die neuen Münzen, die Single-Karte des Decks, ja. Und ich finde es wahnsinnig passend, dass die Hohe Priesterin nochmal fällt, auch aus dem anderen Deck, und zwar genau hier drunter, zu den neuen Münzen. Was letztendlich meine Intuition von vorhin bestätigt, dass du im Inneren genau weißt, was du wert bist, dass du im Inneren genau spürst, welche Situationen es für dich noch zu verlassen gilt. Ja, diese Intuition möchte auch noch ausgebaut werden. Was ich zu den beiden Karten mir in der Meditation aufgeschrieben habe, ist Anbindung stärken. Das heißt, du sollst noch mehr wirklich nach innen gehen, denk hier an die vier Schwerter, ja, und sollst Zugang finden zu deiner inneren Stimme. Deine geistigen Helfer möchten dir Botschaften senden. Du wirst Zeichen erhalten für deinen richtigen Weg. Und je mehr du dich darauf verlässt, das heißt, je mehr du deiner inneren Stimme vertraust, desto stärker wird deine Anbindung. Ja? Also bezweifle nicht, wenn du Träume hast oder wenn du morgens mit einem bestimmten Gedanken aufwachst, einer Intuition, ja, heute etwas zu tun oder vielleicht über ein Thema besonders nachzudenken, ja, dann vertraue.
Und die 9 Münzen stehen ja auch hier im krassen Gegensatz zu den 4 Kelchen. Ja? Und das zeigt mir ja schon, dass du bereits begonnen hast zu verstehen, dass diese Zurückweisung oder Ablehnung, die dir vielleicht widerfahren ist, ganz egal, es muss jetzt nicht in der Liebe sein, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, wo du dich vielleicht nicht in der Art und Weise gesehen und wertgeschätzt hast, wie du dir es gewünscht hättest. Ja? Deine Intuition weiß bereits, dass es eigentlich eine Lüge ist, die du dir über dich selbst erzählt hast. Ja? Und dazu, ich lasse es mal so liegen, passen wundervoll hier auch diese Karte, schau mal her, zu den 4 Kelchen fällt das Ass der Schwerter. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich zu der Karte so wahrgenommen habe, dass viele von euch immer noch an diese Lüge geglaubt haben, die man euch vielleicht entweder in einer vorangegangenen Beziehung oder auch in eurer Kindheit oder auch in einer früheren Inkarnation erzählt hat, ihr wärt nicht gut genug. Ja? Das ist ja diese Urwunde von Menschen, die in dieser jetzigen transformatorischen Energie plötzlich verstehen, dass das gar nicht die Wahrheit ist. Und das Ass der Schwerter steht für die Wahrheit und letztendlich für auch für eine Entscheidung, die du für dich selbst treffen musst. Ja? Wenn jemand deinen Kelch ablehnt, dann darf er das oder sie. Ja? Dann ist es sein oder ihr gutes Recht. Aber verstehe, dass es nichts mit dir zu tun hat und mit deinem Wert. Und erst wenn du das verinnerlichst, ja, dann gelingt es dir nämlich, und da kommen wir auch schon hier zu der letzten Karte, dann gelingt es dir nämlich, in die Energie der Schwertkönigin zu gelangen und dich aus Situationen zu befreien, die dir diese Lüge nach wie vor glauben machen wollen. Und es könnte keine passendere Karte dazu fallen als die 10 Schwerter. Es ist diese Karte auch hier auf diesem Deck, ja, mit diesem, in dem Fall ist es eine Frau, in Rider-Waite ist es ein Mann mit den 10 Schwertern im Rücken. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du in einer Situation dieser Lüge aufsitzt, dass du nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht dick genug, nicht dünn genug, nicht mitfühlend genug, nicht empathisch genug, nicht egoistisch genug. Du kannst einsetzen für dich, was passt. Immer wenn du hörst oder spürst, ich bin nicht genug, dann komm mit der Wahrheit ans Licht. Dann komm mit der Wahrheit ins Licht und beende diese Lüge. Werde klar in dem, was du möchtest und verteidige deinen Wert. Die 10 Schwerter, das ist eine Vollendungskarte, ja. Das heißt, hier geht es darum, Situationen zu verlassen und wie passend ist es zum Tod. Der Tod und die 10 Schwerter sind im Prinzip identische Karten. Und wenn wir jetzt diese Eckkarten anschauen, ja, wir haben den Tod, wir haben die 5 Schwerter für diesen Kampf. Wir haben die Heilung, wir haben deine Selbsterfüllung und dieses Ende des Kampfes. Ja? Dieses Beenden von Situationen, die deinen Wert in Frage stellen und in denen du einfach das Gefühl hast, du kämpfst gegen Windmühlen. Ja? Also wundervoll stimmig. Und an der Unterseite des Decks lag jetzt hier im Rider-Waite-Tarot lagen die 6 Kelche. Das ist zum einen die Seelenpartnerkarte des Decks, aber nachdem an der Unterseite des anderen Decks die Sonne lag, ja, nehme ich ganz stark wahr, dass es hier tatsächlich bei vielen von euch noch um Kindheitsthemen geht, weil die 6 Kelche stehen auch für die Kindheit. Und auch die Sonne, ja, da siehst du diese Frau auch hier auf dieser Karte mit dem Kind im Rider-Waite-Tarot, erinnert ihr euch vielleicht, sitzt das Kind auf dem Pferd. Und ich nehme da wirklich mit beiden Karten nochmal wahr, dass diese Lüge, die du dir vielleicht lange Zeit über dich selbst erzählt hast, dass du um Glück und Liebe kämpfen musst, dass du nicht gut genug bist, wenn dir jemand Glück und Liebe verwehrt, dass dieser
Glaubenssatz, eventuell aus Erfahrungen deiner Kindheit oder eben auch aus vergangenen Inkarnationen, noch tief in dir, ich möchte mal sagen, rumort, ja? Es muss dir nicht mal bewusst sein, aber aus deinem Unterbewusstsein heraus wirkt so ein Glaubenssatz. Und wenn du heute auch nur an einer Stelle dieses Videos das Gefühl gehabt hast, oh ja, stimmt, genauso fühle ich mich manchmal oder genauso war es schon in meinem Leben, dann darfst du sicher sein, dass hier noch etwas zur Heilung drängt. Und die Sonne ist eine der positivsten Karten des ganzen Tarots, große Arcana-Karte. Und sie steht für die Heilung, ja, und für dieses Strahlen. Und ich nehme das so unglaublich resonierend mit der Herrscherin wahr. Ja, diese beiden Karten, die schaue ich an, auch die Kraft vielleicht noch, aber diese beiden Karten schaue ich an und da wird mein Blick immer wieder hingezogen. Es geht für dich darum zu erkennen, wenn du selbst für dich die Herrscherin in deinem Reich, in deinem Leben bist, ja, brauchst du nichts befürchten, dann macht dir nichts mehr Angst. Und die Energie dieses Neumondes möchte dich dazu ermutigen, wirklich tief hinzuschauen, in dich hinein. Wo könnte hier noch ein versteckter Glaubenssatz, ein versteckter, ja, ich möchte fast sagen, Irrglaube in dir sitzen, du seist nicht gut und liebenswert und wertvoll, genauso wie du bist. Und diesen ausfindig zu machen, zu transformieren und dir gleichzeitig darüber bewusst zu werden, dass du deinen eigenen Garten bewirtschaften kannst, mit all den Dingen, die du dir vielleicht lebenslang schon seit der Kindheit oder seit früheren Leben von anderen Menschen oder anderen Umständen ersehnst, das wird dich wirklich in dieses Strahlen versetzen. Also ich finde das Reading wundervoll. Ich finde es äußerst spirituell. Ich bin jetzt auch froh, dass ich mit diesen beiden Decks gearbeitet habe, weil es so wertvoll ist, tatsächlich nochmal neue Impulse aus einem ganz anderen Deck zu erhalten und dann auch zu sehen, wo bestätigt sich so vieles. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch genauso ging, wenn ihr wirklich auch das Gefühl hattet, hier ist was in Resonanz, und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr unter dem Video kommentiert, ja. Ich bedanke mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Like gebt. Ich bedanke mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und freue mich auch über einen Besuch auf meiner Facebook-Seite. Und natürlich freue ich mich immer sehr, wenn ihr mir mit einer kleinen Spende unter die Arme greift für meine kostenlose Arbeit hier für meinen YouTube-Kanal. Der PayPal-Link ist in der Infobox. Und da möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für alle die, die das schon getan haben. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen und ich möchte gern mit noch mehr Videos online gehen, euch noch mehr Hilfe bieten, und dafür ist es einfach eine wundervolle Unterstützung. Ja, nun kommt gut durch die Neumondenergien. Ich wünsche euch wirklich nur das Beste. Schaut tief hin, lasst zu, lasst dann frei und pflanzt die besten Samen für euren wundervollen Garten. Ich drück euch. Bis bald, eure Uli. Tschüss.